Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier beim Telestammtisch. Mein Name ist Kathi und an meiner Seite der selbsternannte Cowboy und Tilda Swinton-Fan Paul. Hallihallo. Hallo. Zumindest eine von den zwei Sachen ist wahr, aber wir werden nicht verraten, welche. Und wir zwei werden heute über zwei Kurzfilme von Pedro Almodóvar reden, nämlich Strange Way of Life und The Human Voice, die jetzt als Double Feature im Kino starten. Und Double Feature hört sich jetzt von der Länge her abschreckend an, aber die gehen beide nur eine halbe Stunde, also insgesamt eine Stunde im Kino, das heißt, das ist absolut machbar. Ja. Vielleicht können wir kurz drüber reden, wie wir zu diesen beiden Filmen gekommen sind, denn wir beide haben zumindest einen davon, und zwar du den einen, ich den anderen, schon vor einer ganzen Weile gesehen. Und ich glaube, du warst tatsächlich für eine halbe Stunde mal im Kino. Ja, genau, weil bei mir in den Niederlanden, da haben sie Stranger of Life letztes Jahr einfach so im Kino gezeigt. Für so eine halbe Stunde. Einzeln. Das Ticket dann wie 4 € oder 3 € oder so kostet. Und da war ich so eine halbe Stunde im Kino. Und dann war es das auch. Und Human Voice habe ich tatsächlich auf Mubi gesehen, weil die in den Landen noch beide mittlerweile auf Mubi laufen. Genau, und ich habe The Human Voice schon bestimmt vor 2 Jahren oder so auch auf Mubi mal geschaut. Oder habe ich ihn irgendwo geliehen? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn jedenfalls schon vor 2 Jahren oder so habe ich ihn mal gesehen. Der ist ja während der Corona-Pandemie entstanden und irgendwie kurz danach kam er auch schon im Stream. Und dementsprechend überrascht war ich jetzt auch mal, dass das sozusagen jetzt in einem Doppelfeature jetzt nochmal so ins Kino kommt. Aber ja, meine Güte, der Almodóvar ist jetzt auch kein unbekannter Regisseur. Der hat ja zuletzt im Spielfilmbereich sowas wie Parallele Mütter zum Beispiel gemacht oder Leid und Herrlichkeit oder früher auch schon solche Filme wie Frauen am Rande des Nervenzusammenbruchs und so weiter. Also, ja, das ist halt der Titel, mit dem ich connecten kann. Der ist halt einfach top. Er ist bekannt für seine wahnsinnig schrillen, für seine farbenfrohen, für seine auch irgendwie exzentrischen Filme. Und legt er auch immer viel Fokus auf Frauen oder auf Außenseiter oder auf queere Persönlichkeiten. Sicherlich auch nicht immer ganz unproblematisch, was er so in seinen Filmen inszeniert. Also ich denke da an einige, die jetzt schon etwas her sind. Aber ja, jetzt ist er zurück mit diesen 2 Kurzfilmen, die auch schon auf diversen Festivals liefen, zumindest Strange Way of Life. Und jetzt in doch ungewöhnlicher Form ins Kino kommen. Also hat man jetzt nicht so oft. Strange Way of Life ist auch dieses Jahr shortlisted bei den Oscars gewesen, zumindest für Best Live Action Shortfilm. Ah, Genau, aber dann hätte ich gesagt, fangen wir einfach mit Strange Way of Life an. Und ja, ganz kurz, ich meine, 30 Minuten Handlung kann man auch ganz kurz zusammenfassen. Es geht um Ethan Hawke und Pedro Pascal, die einer spielt den Sheriff, der andere den Cowboy. Früher hatten sie miteinander, mittlerweile haben sie sich auseinandergelebt und Ethan Hawke als Sheriff sucht den Sohn von Pedro Pascal. Ich glaube, das ist, soweit kann man sagen, und ich hätte gesagt, ich würde das so zusammenfassen, dass wenn Brokeback Mountain nicht so geendet hätte, wie es geendet ist, wäre das wahrscheinlich die Fortsetzung von Brokeback Mountain gewesen. Also wenn's Jake Gyllenhaal überlebt hätte in Brokeback Mountain, hätten wir das so weiterbekommen dann. Almodóvar hat ja auch selber gesagt, das ist seine Antwort auf Brokeback Mountain. Ja, ich wusste nicht, dass das laut Wikipedia zumindest sollte er mal Regie bei Brokeback Mountain führen. Genau, bevor es dann Ang Lee übernommen hat. Ja. Ja, was ich auch nicht wusste, bevor ich den Film gesehen habe, aber jetzt ist mir einiges klar. Ja, gut, vielleicht hätten wir doch, ich sehe gerade, vielleicht hätten wir doch mit The Human Voice anfangen können, weil The Human Voice früher entstanden ist. Denn das ist Strange New World, nee, warte. Strange New World ist Star Trek. Ja, dazu haben wir übrigens auch eine Besprechung hier beim Telestammtisch zusammen gemacht, zusammen mit der Brit Marie. Cross-Promo kann ich. Nein, Strange Way of Life ist nämlich der 2. Kurzfilm und der 2. englischsprachige Film von Almodóvar eben nach The Human Voice, den wir dann im Anschluss gleich hier in der Folge noch besprechen. Und ist, also reiht sich definitiv in die Filme
ein. Wobei inszenierungsweise vielleicht gar nicht so, aber von dem, ja, was geschieht, das sieht man jetzt in dem Western-Genre. Oder ist es überhaupt reiner Western? Ist es natürlich nicht. Es kommt natürlich auch so ein bisschen romantische, so ein bisschen komödiantische Einflüsse mit hier rein. Aber es ist schon etwas ungewöhnlicher, das Ganze. Also ein schwules Pärchen da so in diesem Western-Setting zu sehen. Ja, es ist, also ich finde auch erzähltechnisch ist der jetzt nicht irgendwie bis auf ein Flashback, aber das erkennt man auch, dass es ein Flashback ist, weil sie einfach 30 Jahre jünger sind. Genau, ich meine einfach von diesem so, es ist so ein bisschen die Genregrenzen von so, also Western ist ja schon so sehr, sehr staubiges Endlich. Und sehr ja. auch sexistisches und auch so ein bisschen ja schon sehr machohaftes Genre. Und das jetzt einfach... nicht männlich, das Wort habe ich gesagt. Genau, ja, aber männlich passt auch. Also ich meine, gibt ja wenig auch tatsächlich alte Klassiker, wo es tatsächlich mal, wo eine Frau oder irgendwas da... Ja gut, aber Frauen spielen jetzt in dem Film auch keine große Rolle. Nein, das stimmt. Aber wir haben hier zumindest zwei homosexuelle Personen im Vordergrund, die das Ganze ja, aufbrechen. Genau. Und also wie gesagt, auch mit dem ganzen Wissen mit Brokeback Mountain fällt dieser Film sehr schön in ein Bild, was ich jetzt so von diesem ganzen Universum, sagen wir mal, habe. Und ich fand den auch gut. Also ich mochte den. Ich fand den gut gespürt. Ich fand den schön erzählt. Und ja, er geht halt leider so aus, wie anscheinend jeder Cowboy-Queer-Film ausgehen muss, aber gut. Obwohl nicht ganz, aber ja. Ich hatte ein bisschen was anderes erwartet, wenn ich ehrlich bin. Der schwankt so zwischen, ist das jetzt ernst? Ist das ernst gemeint? Ist diese Inszenierung, ist das alles ernst gemeint? Und ja, wir nähern uns schon dem Groschenroman-Gefilde. So, weißt du, kennst du diese Heftchen, ja, die so im Bahnhof oder wo die man sich so, die so in so einem Ständer sind und das ist so meist ein Mann mit entblößter Brust und dann meinetwegen eine Frau oder meinetwegen auch ein anderer Mann, da so ein bisschen, also wenn man sich das so durchblättert oder wie so eine... Ich weiß, was du in deiner Freizeit machst, Paula, okay. Ich gehe da nur dran vorbei. Natürlich. Nein, aber so ein bisschen Fanfiction-like, also ich kann, glaube ich, alle total verstehen, die sich diesen Film angucken, denken, was ist das denn? Was ist das? Warum reden die oder warum spielen die beiden auch teilweise so komisch? Aber irgendwie gehört's oder passt es in diese schrullige Welt, die Western-Elemente zwar adaptiert und teilweise auch ein bisschen verarbeitet. Ja, ich meine, die Hauptvorbildungsmittel sind Pferde, das zählt als Western. Ein bisschen aufs Korn. Ja, wir haben ja auch ein klassisches Mexican Standoff, also wenn ja, genau, sich da alle mit ihren Pistolen anzielen. Sowas verarbeitet es ja auch, aber nimmt es auch so ein bisschen aufs Korn, aber es ist so eine ganz eigenwillige Mischung. Also ich finde nicht, dass er den aufs Korn nimmt, also das habe ich jetzt nicht drin gesehen und ich habe ihn auch schon zweimal geschaut jetzt, einmal im Kino und dann nochmal auf Mubi, aber ja, wenn der für dich so rüberkommen ist, dann ist das also eine Darmberechtigung. Er bedient sich halt dieser Elemente und ist dann auch diese Art und Weise, wie Ethan Hawke hier: Ich bin das Gesetz. Und er redet auch konsequent in dieser tiefen Stimme. Ja, es stimmt schon. Auch diese Aussage ist so, weil also der Sohn von Pedro Pascal wird gesucht, weil er eine Frau umgebracht hat. Und die Frau ist die Frau von, wow, Ethan Hawkes toten Bruder. So, jetzt haben wir das auch. Und dann auch diese Aussage so, ja, ich habe meinem Bruder versprochen, auf sie aufzupassen. Nicht mal das konnte genau, ich. Genau, und das ist halt so, also ich verstehe auch, wenn man das jetzt nicht als Parodie in Anführungszeichen war, weil ich habe es auch nicht durchgehend als Parodie wahrgenommen, aber es ist diese... Vielleicht habe ich einfach zu wenig Western gesehen in meinem Leben, um das irgendwie als Parodie zu sehen, weil es für mich noch nicht so, ja, es ist halt nicht abgetragen ist. Ja. Aber ja, die Klischees kennt man natürlich. Es hat nur gefehlt, dass jemand durch so eine Salontür geht und so da reingeht, dann ist ein Salon da und da spielen Leute Karten und da hinter der Bar steht so ein Typ und poliert die Gläser. Die Klischees sind halt da und in der Art und Weise, wie sie teilweise vorgetragen werden, habe ich mich halt schon so gefragt, okay, also so ein bisschen auf die Schippe nimmt das hier schon. Hab ich nicht gesehen, aber hey, es ist fair. Also wenn du das so erzählst, kann ich verstehen, woher du kommst mit deiner Ansicht. Habe ich jetzt nicht so empfunden, aber es ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich dann. Worauf ich noch gewartet habe, beziehungsweise was ich gedacht habe, was jetzt noch passiert, ist, wo dieses Flashback losgeht, dass sie jetzt noch anfangen mit Singen.
Irgendwie habe ich gedacht, okay, jetzt geht die Musical-Nummer los. Was dann leider nicht passiert ist. Ja, jetzt ist aber absurd hier. Aber es hätte schon auch noch irgendwie in diesem Film gepasst, oder? Ja, also, nein, wie gesagt, sehe ich nicht. Aber ich glaube, ich habe den Film ein bisschen... Als ob du das alles so richtig ernst nehmen konntest. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ja, schon. Wie gesagt, wenn du das jetzt so erzählst, kann ich auch sehen, woher das kommt. Aber wie ich den geschaut habe, hatte ich diese Gedanken nicht. Es wirkt auch teilweise so wie so ein kleiner Appetitanreger, weil, wie gesagt, der ist wirklich nach 30 Minuten, nach 25 Minuten fast, kommt ja auch noch Abspann und so, ist ja schon vorbei. Und also für diesen kleinen Mikrokosmos war es ganz interessant. Aber ja, ich weiß nicht. Also ich war da so ein bisschen unentschlossen, wie ich zu diesem Film stehen soll. Ja, das hatte ich halt gar nicht. Vielleicht war auch im Kino noch was anderes, keine Ahnung. Aber ja, also von mir auf jeden Fall eine Schauempfehlung. Kann man auf jeden Fall machen. Und ja, gut, dann können wir direkt zu dem zweiten Film noch kommen, der komplett anders ist. Ja, es ist, ich kann mir nicht vorstellen, diese zwei Filme einfach hintereinander zu schauen. Das muss auch ein Erlebnis sein, wo man sich danach anders fühlt wahrscheinlich. Ja, also diese direkte Abwechslung, weil es ist auch vielleicht einmal so das Repertoire von Almodóvar kurz abgerissen in dem, was er so inszeniert, weil er inszeniert sowohl so, ja, schwungvolle oder vielleicht auch so mal eine etwas morbidere Komödie, aber auch so dieses wirklich starke Charakterdrama, dieses sehr extrovertierte, dieses sehr, ja, sehr betonte Drama. Also da ist nicht nur so ein bisschen Drama, sondern nein, da muss am Ende schon ein Haus abgefackelt werden. Natürlich. Wenn es darum geht, ja. Und darum geht es unter anderem auch in The Human Voice. Ja, und Paul, weil du ja, jetzt kann ich auflösen, weil wir sind ja beide bekannte Taylor Swinton-Fans. Möchtest du ganz kurz uns erklären, was in The Human Voice, warum Taylor Swinton darin so gut ist? Warum sie so gut ist? Also ich kann ja kurz... Also es geht um die von Taylor Swinton gespielte Frau, deren Namen ich gerade, wird sie benannt? Es gibt, glaube ich, auch keinen Namen. Nee, okay, die Frau, ja, was, die wartet eigentlich auf ihren Ex-Mann, bis der seine Koffer abholt aus ihrer Wohnung, so mehr oder weniger, oder? Ja. Und ja. Sie wartet schon ein bisschen und der Mann taucht aber nicht auf und irgendwann erhält sie auch, wobei das natürlich, kann man sagen, erhält sie den? Also irgendwann telefoniert sie mit vermutlich ihrem Mann und ja. Dem Zuschauer wird so ein bisschen der Zustand von dieser Beziehung vor Augen geführt und das eigentlich in einer One-Woman-Show und genau, das Kammerspiel ist Tilda Swinton innerhalb von ebenfalls 30 Minuten und die das aber ganz allein und mal, also es sieht bei ihr so leicht aus und ganz elegant und mit einer Ausstrahlung, aber auch mit einer, wie gesagt, ich kann es nicht verheimlichen, ich mag sie unglaublich gerne als Schauspielerin und ich finde auch, dass sie das ganze Ding hier, also ich hätte ja auch noch eine Stunde zugucken können. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich mich richtig erinnere, hört man auch ihn am Telefon nicht, oder man hört immer nur sie antworten. Genau, deswegen wäre natürlich auch so ein Gedanke, ist denn das wirklich alles so? Also ist das, was uns hier erzählt wird, weil Almodóvar spielt in The Human Voice auch so ein bisschen mit der Perspektive, in der zum Beispiel diese Wohnung, in der sich Tilda Swinton befindet, auch als Kulisse quasi aufgebaut hat und sie auch aus dieser Kulisse heraustritt und das Ganze sozusagen auch mal von außen betrachtet. Also er spielt mit Perspektiven und dann kann man sich natürlich auch so ein bisschen vielleicht zusammenreimen, ist dieser Monolog oder das, was sie führt, halt im wahrsten Sinne vielleicht doch nur ein Monolog, den sie aber mit sich selbst in erster Linie austrägt. Es ist halt, also Tilda Swinton hat so eine Präsenz in diesem Film, das ist unglaublich. Sie interagiert ein einziges Mal mit einer anderen Person, das ist ganz am Anfang, wie sie sich eine Axt im Baumarkt kauft. Und danach hat man wirklich, sieht man sie am Anfang wirklich nur halt in der Wohnung, man sieht die Koffer, man sieht den Hund, der anscheinend auch ihrem Ex gehört. Und dann sieht man sie bei ihrem Wutausbruch, wo sie mit dieser Axt auf das Bett einschlägt und auf, glaube ich, den Anzug von ihrem Ex. Und dann bekommt sie eben den Anruf. Genau.
Und danach sieht man sie eigentlich nur noch mit Kopfhörer durch die Wohnung wandern und, wie du schon gesagt hast, eigentlich Selbstgespräche führen, weil wir hören das andere Ende nicht. Und sie füllt in dieser ganzen Zeit diese komplette Wohnung so sehr aus, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wie sie das macht, aber man hat nie das Gefühl, wenn ich jetzt sage, man hat nie das Gefühl, dass sie alleine ist, klingt das gruseliger, als es sollte. Aber es fühlt sich nicht so an, als würde sie da jetzt alleine stehen und spielen, sondern sie spielt eigentlich für 5 Leute in dem Moment, weil sie so viel Emotionen und so viel, weiß nicht, Hass und Liebe gleichzeitig in dieses ganze Gespräch, in ihre Ausdrücke und alles irgendwie packt, dass es einen fast erschlagt schon irgendwie, auch durch den Bildschirm hinweg. Und ja, diese ganze Beziehung, das war von Anfang an, glaube ich, nicht glücklich, und man merkt auch irgendwie, dass sie sich da auch sehr untergeordnet hat irgendwie, zumindest das mal so mitbekommt und ihm nie irgendwie auf den Schlips treten wollte, das anscheinend doch passiert, also, oder aus seiner Hinsicht passiert ist, und aus dem Angesichtspunkt finde ich das Ende dann auch nochmal um einiges geiler. Wie, ich meine, du hast eh gespoilert, dass sie einfach das ganze Ding am Schluss in Brand setzt. Ja, Entschuldigung, war jetzt vielleicht schon sehr vorweggegriffen, aber ja, mein Gott, es ist ein 30-minütiger Kurzfilm. Ja, aber genau das, was du gerade gesagt hast, diese Präsenz, das ist halt einfach dann der Glücksfall für so einen Film, der während Corona entstanden ist, der unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen und so wenig Personal wie möglich eben entstanden ist, und ja, ich meine, mit ihr funktioniert das. Und auch hier gibt es sicherlich Leute, die sagen, dass das schon zu viel ist oder dass das zu theaterhaft ist für einen Film, was sie hier raushaut. Aber ich, also Tilda Swinton, ich sehe sie gern. Ich habe sie hier zuletzt schon, also die ist ja unfassbar wandelbar, was sie alles spielen kann in hier. Die Frau ist ein Wahnsinn. Letztes Jahr in The Eternal Daughter, der auf Paramount Plus ist der, glaube ich, zu sehen, der auch total untergegangen ist, wo sie Mutter und Tochter gleichzeitig spielt. Was schon. Und was wir auch besprochen haben mit dem Telestammtisch Memoria. Richtig, genau, Memoria, wo sie eine ganz andere Art und Weise hat zu spielen, weil sie da wirklich ganz, ganz, ganz subtil und ganz, ganz zurückhaltend agiert, und hier ja doch schon ein bisschen betonter. Es kommt ja auch immer dann noch eins aufs andere drauf, wie sie das hier spielt, aber trotzdem, also ich finde diese Schauspielerin einfach in so vielen Facetten faszinierend. Ja. Ja. Na, definitiv. Also, wie ihr hört, ich bin von beiden Filmen begeistert. Paul kann auch beiden was abgewinnen, aber wenn das gewinnt, dann glaube ich mit dir eindeutig. Ja, Human Voice ist schon bei mir deutlich noch vor Strange Way of Life. Überrascht mich jetzt auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Wenn ihr euch denkt, dass beide oder zumindest ein dieser Filme interessant klingen, dann geht gerne ins Kino für die. Das können wir, glaube ich, beide uneingeschränkt empfehlen. Und schreibt uns gern auch, wie ihr, wenn ihr diese Filme gesehen habt oder wenn ihr euch dafür interessiert. Ich kann vielleicht noch so einen kleinen Schlenker geben. Human Voice gibt es auch mittlerweile schon auf diversen Plattformen zum Leihen. Also dafür müsste man nicht mal ins Kino gehen. Aber beides im Doppelpack ist bestimmt besonders. Sicher eine Erfahrung. Aber auch über Tilda Swintons Figur in Human Voice ließ sich sicherlich auch ein psychologisches Gutachten anfertigen. Also da, ja. Dann bedanke ich mich bei dir, Paul, dass du mit mir heute diese 2 kurzen Filme besprochen hast. Sehr gerne. Und ihr findet den Telestammtisch überall, wo es Likes gibt, sei es Insta, sei es YouTube, sei es Facebook, sei es sonst wo. Würde dich sehr freuen, wenn ihr kommentiert oder liked oder was auch immer. Und wir hören uns dann bei der nächsten Besprechung wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.